Moin! Also Freunde, ich habe euch ja versprochen, dass ich noch ein Video darüber mache, oder mindestens eins, wie ihr noch mehr Mulchmaterial und Kompostmaterial bekommen könnt. Das im wörtlichen Sinne naheliegendste ist natürlich erstmal in der Nachbarschaft nachzufragen. Viele ältere Leute freuen sich besonders, wenn man dort altes Obst unter den Bäumen aufsammelt. Ein anderer Nachbar bringt mir seinen ganzen Rasenschnitt rüber. Er hat so einen schönen neuen Aufsitzrasenmäher und mäht auch relativ häufig. Er möchte bei sich nicht Mulch mähen und findet das halt unordentlich und bringt mir das gerne rüber. Ich nehme das gerne an. Also in der Nachbarschaft Kontakte aufbauen, das ist echt immer das Beste. Und vielleicht findet ihr dort auch jemanden, der Pferde hat oder Schafe und ihr könnt ein bisschen den Stall mit ausmisten helfen und dafür bekommt ihr dann Pferdeäpfel und so weiter. eBay Kleinanzeigen ist wahrscheinlich jetzt eine etwas ungewöhnliche Möglichkeit. Aber ich wollte einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn ich dort eine Annonce aufgebe und halt kostenlos von den Leuten den grünen Abfall abnehme. Wie in einem anderen Video schon erwähnt, finde ich das halt nicht besonders logisch, grünen Abfall wegzufahren. Und es ist immer schöner, wenn es einfach dort bleiben kann, wo es herkommt und dort wieder zu Humus wird. Aber wenn die Leute das schon unbedingt loswerden wollen, ja, dann nehme ich das halt auch gerne an. Ich habe natürlich in die Annonce reingeschrieben, dass ich nur reinen Grünabfall nehme, ohne Plastik und Dinge, die nicht gespritzt wurden. Und sonst ist mir das relativ egal. Ich kann eigentlich mit fast allem was anfangen und alles wird irgendwie verwertet. Die meisten Leute haben mir auch immer erstmal ein Foto geschickt, so von den Sachen, die sie loswerden wollten. Und ja, so konnte ich mir das dann halt ganz gut aussuchen. Und zur Not, ja, wenn die vor Ort sind und man guckt sich das auf dem Anhänger an, man kann die immer noch wegschicken. Meine Erfahrungen waren auf jeden Fall sehr positiv und alles, was die mir vorbeigebracht haben, kann ich auch irgendwie gebrauchen. Zum Beispiel mit dem großen Haufen mit Laub, da habe ich mir vorgenommen, da mache ich einfach wirklich jetzt über den Winter nur einen riesen Haufen, auch noch mit was von mir kommt. Meine Beete sind gut gemulcht und da dürfen sich dann die Igel und Insekten noch ein bisschen verstecken diesen Winter. Und im nächsten Jahr werde ich damit ein paar Kartoffeln machen und einfach auf der Wildwiese und mit dem Laub direkt Kartoffeln anpflanzen. Mal gucken, wie das so klappt. Das schöne Wurzelholz, was ihr da gerade gesehen habt, das ist von Obstbäumen, hauptsächlich, glaube ich, von Äpfeln und Kirschen. Also da werde ich ein paar von noch in den Ofen tun. Ein paar große haue ich einfach direkt so in die Beete rein. Ja, und selbst wenn man damit eigentlich gar nicht weiß, was man damit anfangen soll, wenn man Grünmasse einfach nur auf einen Haufen tut und abwartet, wird auch Erde draus. Also wir haben sogar noch ein paar leckere Marmeladen geschenkt bekommen. Dafür, dass wir das Wurzelholz angenommen haben. Ich werde die Anzeige jetzt aber deaktivieren, auch wenn der Test echt ganz gut gelaufen ist. Ich hätte noch jede Menge mehr Material bekommen können. Die einen haben mir sogar rund 40 Kubikmeter angeboten. Aber das war mir dann auch eine Nummer zu groß. Zwei Leute bringen mir noch was und das war's dann. Die Leute, die auf einem Berg aus Sand wohnen oder nur auf Steinen, die freuen sich natürlich, wenn sie einen großen Haufen Biomasse erstmal bekommen können. Und irgendwie anzufangen. Und wenn man nicht so viele Leute in der Nachbarschaft hat oder nicht so viele kennt, dann ist das ja vielleicht ein Weg, mal über eBay Kleinanzeigen das einfach mal auszuprobieren. Ja, und denkt halt daran, ihr müsst das nicht annehmen. Nehmt nur das, was ihr wirklich haben wollt und gebrauchen könnt. Und lasst euch vorher Fotos schicken, das hat bei mir echt super geklappt. Ich fand das auf jeden Fall mal ganz lustig, das auszuprobieren. Ich hoffe wie immer, das Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal eine gute Ernte.